Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diablo 3. Ja, Seelen der Toten, da sind wir stehen geblieben, findet den Meister Seelentigel auf dem Vorhof von Adelsruh. Ja, da blinkt noch ganz wild unser Portal. Da werden wir auch gleich reingehen. Wir schauen nochmal ganz kurz, ob wir noch was im Inventar haben. Das haben wir auch noch. Das habe ich jetzt noch nicht verkauft. Wir schauen einmal, ob wir was Gutes finden. Was wir noch anlegen können, aber ich glaube, dem war nicht so. Dann schauen wir mal. Ah, ne. Was wir da Schönes bekommen, ne? Für. So. Erstmal die angelegte Ausrüstung reparieren. Dann nehmen wir die Presse. So, das noch und das letzte Teil. Wunder the best. Gut. Dann haben wir nochmal so Truhe, nochmal den Rest ablegen. Besser ist, dass wir die mal schön leer dahin gehen. Musst du nicht noch, ach, wir mussten doch noch was sockeln. Guck dir doch mal an hier. Was haben wir denn da rein? Ich würde einfach mal sagen, wir hauen da so ein bisschen, ja, gucken wir mal, wir kommen ja eigentlich ganz gut durch. Stärke brauchen wir nicht unbedingt. Geschicklichkeit, nein. Vitalität, Stärke. Achso, ich habe ja noch andere hier. Was haben wir denn hier noch? Auch nochmal Stärke. Ich muss mal, glaube ich, hier ein bisschen Ordnung halten. Vitalität. Vitalität. Stärke. Nein, das wollen wir auch nicht. Ich hätte doch irgendwo nochmal was gehabt. Ach, da ist doch Intelligenz. Wir hauen einfach jetzt den da rein. Und dann ist das alles erledigt. Jetzt gehen wir durchs Portal, weil wir sind ja nicht hier, um, ne, zu shoppen, sondern wir wollen ja unsere Questen erfüllen. Gut. Nichts blinkt hier. Oh. Haben wir den erstmal hier mal ein paar von Latz hier, ne? So, nicht mein Freund. Okay. Das kommt mir so vor, als ob ich hier schon mal irgendwie gewesen bin. Ah, die steigen immer alle aus. Gut, meine Zombie-Hunde kommen jetzt. Achtung. Ich sehe, dass bei euch die Schuld an Leas Schicksal gibt. Ja. Woher wisst ihr von Lea? Ich sehe nicht nur die Zukunft. Ja. Sondern auch die Vergangenheit. Lasst euch das. Wir fackeln da jetzt nicht mehr lange. Wir hauen da jetzt einfach mal durch. So. Und alles, was uns jetzt im Weg steht, komme ich da rein? Nee, komme ich nicht rein. Wird einfach mal platt gemacht, ne? Da kennen wir ja nichts. Da haben wir noch einen. Ach nee, das war der Wegepunkt. Da mussten wir auch nicht hin. So, heute machen wir aber nicht so viel kaputt. Dass die Töpfergilde, sag ich mal, hier nichts dran verdient oder kaum was dran verdient. So, was war denn hier? Bisschen was fahren möchte ich auch gerne. Oh, cool. Hat dieser blöde Idiot mich da richtig eingesperrt, ne? So, das haben wir auch. Mal einen Trank hier. Der steht auch im Weg. So, ist auch erledigt. Es gibt vieles, worüber wir träumen. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Das ist in finsteren Zeiten immerhin ein Lächeln auf Gesicht zu haben. Wenn ihr erst so viel verloren habt wie ich, werdet ihr vielleicht verstehen. Sag mal, kann ich noch mal irgendwie hier gucken? Da irgendwie noch mal einen Hinweis hier? Ach so. Lass dich doch einfach alle hier durch, Mensch. Kein Wunder, dass wir so griesgrämig gucken, oder? Guck mal, hier blinkt das doch so schön. Dann gehen wir gleich rein, decken mal nicht die ganze Karte auf. Ihr seid ein wahrer Künstler im Beseitigen der Diener des Todes. Na gut, kann man ja als Kompliment sehen, ne? Ignoriert mich einfach. Ich warte hier drüben. Ah.
Gut, die machen die mal als erstes schnell platt hier, damit wir hier nicht so viel nachholen. So, die haben wir auch eingesperrt hier. Da drüben haben wir noch ein paar. Und die auch nochmal gleich. Da wird sich die Fliegen richtig in Zeitlupe, die Pfeile, seht ihr das? Das ist ein Slow-Motion-Krieger. Was ist das denn für eine Ach, die spuckt da auf. Kann ich da noch nicht rein, ne? Doch, kann ich doch eigentlich, aber ich kann die nicht bewegen, ne? Guck mal hier die Köpfe. Das ist ja geil. Ja gut, ich glaube, ich muss ich da reinspringen oder was muss ich da machen? Ne, da kann ich ja nichts machen. Achso, ich soll die ganzen leichten Haufen zerstören. Also wenn man lesen kann, ist man klar im Vorteil. Aber es wird sicherlich nur so sein, dass... Ah, jetzt mal, jetzt kommt nämlich auch runter, das auch. Schick ich mal meine, wie heißen die Dinger noch? Heuschrecken nochmal. So. Quest beendet. Ja. Ach, die hat wieder nicht mitgekämpft. Das ist ja auch die Mirian. Das ist ja, ne? Was war das? Das war Urzael. Wer ist das? Urzael ist der Engel, der Maltaels Streitkräfte in Westmark befehligt. Ich vermute, dass ihr ihn verärgert habt. Ich verstehe. Wir sollten zur Enklave zurückkehren und sehen, ob Tyrael schon mehr über den Splitter erfahren konnte. Ja, dann hat man doch da irgendwo ein Portal gesehen. Dann kommt die Tante da jetzt mit? Ach, die hat sich da schon hingebeamt, ne? Na gut, gehen wir mal zur Enklave zurück. Ich kehre in die Stadt zurück. Ich glaube, das mache ich damit jetzt. Hoffe ich. Der Weg von mir ist klar. Wow, was war das? Achso, ich dachte... Seitenleiterung. Okay, gucken wir mal an hier. Was ist das denn hier? Oh, ist das nicht geil. Die Schulter. Da, was haben wir hier? Noch eine... Zwei Schultern haben wir jetzt bekommen. Nice. 51, 51. Wenn ich jetzt die anziehe, würde ich da noch einen Tick mehr machen. Und das machen wir doch auch. Ha. Na, Logo. Guck mal hier, verlieren wir 0,7 Schaden, bekommen dafür aber 3,6 Zähigkeit und 2,8% Heilung dazu. Ist das clever? Ja, ist clever. Da wir eh passiver sind, ne? Gut, das haben wir schon mal ausgerüstet. Das sieht schon mal gut aus. Weg mit den überschüssigen Zeugs. Das kommt gleich in die Tonne. Gut. So. Unsere... Guck mal, Tränke. Ich habe immer noch 99 Tränke da. Das ist doch echt Wahnsinn. Ich verballer davon ja gar nichts. Gut, jetzt soll ich da oben erstmal mit den Typen da wieder sprechen. Na, wie heißt der Typ nochmal? Hier, genau, den Tyrael. Genau. Ups, ist gegen Mikro gekommen. Schaut. Der Splitter wandelt sich. Maltael verändert den Seelenstein. In der Tat. Er hat die Kraft der Seelen Westmarks gesammelt, um den Seelenstein zu verändern. Doch ich begreife seine Absichten noch immer nicht. Er tötet alles und jeden. Viel mehr braucht ihr doch gar nicht zu wissen. Ja. Wenn wir ihn aufhalten wollen, müssen wir seinen nächsten Schritt kennen. Na okay. Geil. Was war das? Ist das jetzt ein Meteorit, der da runtergekommen ist, oder? Das hat Urzael getan, um die Seelenernte Westmarks zu Ende zu bringen. Seine Zeit ist gekommen. Wo ist er? Ich weiß nur, dass er sich in einem Turm irgendwo im Adelsviertel befindet. Und okay. Dass er nicht besonders freundlich sein wird. Wenn ihr mich töten solltet, ihr an meinem Wagen Halt machen.
Ich kann euch ein paar Gegenstände verzaubern. So, meinen Wagen halt machen. Bin ich da jetzt hingelotst oder nicht? Ne, ich glaube nicht. Ich will mir jetzt ein paar Gegenstände verzaubern. Da ist mein Beutel. Na gut. Nach Corellans Tod ging die Krone aufgrund einer etwas verworrenen Interpretation der heiligen Schriften der Zakarum an Justinian den Ersten, womit die justinianische Dynastie begründet wurde. Da viele die Familie als Thronräuber sahen, wurde der Herrschaftsanspruch des Hauses Justinian beinahe ständig in Frage gestellt. Während der Herrschaft von Justinian dem Dritten brach in der entlegenen Region von Cartolus schließlich eine ausgewachsene Revolte aus. Ja, komm. So. So, jetzt kannst du doch bestimmt mein Schwert verzaubern hier, ne? Oder nicht? Ah, ja. Cool. Getötete Gegner gewinnen 87. Nein, ein Sock. Ich kann einen zusätzlichen Sockel reinmachen. Ist ja auch nice. Aber ich könnte auch ebenso gut mal Giftschaden. Ach, wir hauen da einfach mal Giftschaden rein. Was habe ich da jetzt gemacht? Ja, machen wir so. Giftschaden. Ach, das habe ich jetzt reingebrannt. Okay, wunderbar. Ey, meine erste Verzauberung. Gut, weiter geht's. Wir wollen uns hier nicht so lange aufhalten. Sondern wir wollen jetzt gleich mitten ins Geschehen. So, Vorrede auch erstmal. Ich darf nachher meinen Koloss nicht vergessen, einmal ja, zu beschwören. Den will ich aber jetzt nicht gleich verballern. Ah, diese scheiß Laserdinger. Ah, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Die hasse ich. Gut, weg sind die. Da bin ich nämlich das erste Mal gestorben an diesen komischen Laserdingern. Und raus da. Alter, die haben sich. Was haben die denn gemacht hier? Mit mir hier nicht. Alter Schwede. Jetzt weiß ich, warte mal, jetzt habe ich mich irgendwie hier hin teleportiert oder was habe ich jetzt gemacht? Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, ja, ich bin bevor von hier runtergekommen. Es der gesamten Menschheit so ergeht. Wir haben keine andere Wahl. Genau. Okay, hier ist nichts. Na, hier war da. Oh, guck dir mal, haben wir eine Flämmchen, die springen da rum. Springende Flämmchen. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir gehen hier noch mal ganz kurz rein, sagen da noch mal hallo. Achso, oh. Wieso kämpft ihr nicht? So was habe ich ja echt gerne, ne? Verkrümeln sich hier und kämpfen nicht. Hm. Naja, gut. Wahrscheinlich sind die Lord Winton. Zusatzquest? Roselm, okay. Muss ich erstmal hier, wenn die schon nicht kämpfen, dann hole ich mir auf jeden Fall das, was ich brauche. Ja, sprechen wir es doch einfach mal an. Ist vollbracht. Die Blutlinie von Rakkes kehrt auf den Thron von Westmark zurück. Damit meint ihr euch? Meine Großmutter war die Tochter Corellans. Er hat sich jedoch nie zu ihr bekannt, da nicht die Königin ihre Mutter war, sondern eine Kurtisane.
Mit der Unterstützung der Bauern werde ich die Westmark zu einem friedvollen, gerechten Ort machen. Der Faulenzerei der Wohlhabenden wird ein Ende gesetzt. Natürlich wird es ein wenig Blutvergießen geben. Wir müssen schließlich ein Exempel statuieren, unseren Machtanspruch stärken. Doch das ist nur ein kleiner Preis. Einem okay. Verräter wie euch werde ich nicht die Zukunft der Menschen von Westmark überlassen. Mein gesamtes Leben habe ich auf diesen Tag. Hallo, kann ich da vielleicht auch mitentscheiden? Doch mal ein hier. Na gut, jetzt hat man verlost, der auch spielt mit dir. Ach, der ist in der Schutzhülle drin, dann kann ich ihn nicht besiegen. Okay. Und das macht wohl dieser komische Magier hier, genau. Okay. Lang lebe der König. Tja. Und erstmal raffen hier. Cool, mir ist bewusst geworden, dass meine persönlichen Gefühle nicht von Bedeutung sind. Mein Volk stirbt und es braucht seinen König. Unser Widerstand beginnt heute. Und ausgerechnet Lord Winton hat uns die Mittel dazu gegeben. Diese Seelenernter werden Westmark nicht bekommen. Das schwöre ich bei meinem Leben. Okay. Ja. Ja, wie ihr das bestimmt schon gemerkt habt, ist die Zeit schon wieder um. Ja, ich beende jetzt die Folge Diablo 3 und freue mich schon auf die nächste Folge, weil das wird jetzt richtig spannend und ich kann das wirklich kaum erwarten, dass ich die nächste Folge aufnehme, weil ich möchte echt wissen, wie das ausgeht. Ist nur heute leider schon zu spät, muss morgen wieder arbeiten. Ja, ich mache ja YouTube nicht hauptberuflich, sondern ich mache das ja, wie gesagt, nebenbei nur und verdiene damit noch kein Geld. Und wie gesagt, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Cloudy. Ciao.